Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Erste Nacht der Purge Night, München, Halloween Event überlebt. War recht lustig, recht erfolgreich. Hab gerade ein bisschen entwickelt, weil das Beste an den 100%, wenn man sie hat, man muss die anderen nicht mehr checken. Ich habe jetzt alle Halloween Monster entwickelt. Die kosten eh 50, also kosten Platz im Beutel. Und für ein mögliches Doppel-EP Event dann sammle ich lieber Radfratz und Taubsies und sowas. So, das kann ich jetzt alles verschicken, ohne die IVs zu checken. Ich zeige euch gleich alle Highlights, was ich gefangen habe und so. Aber hier könnt ihr schon dann erahnen, sehen, was ich alles habe. So. Alles weg damit. Ich entwickle jetzt auch die Nebulax zu Apollo, weil A, ich schon meine gemaxt habe und B, ich ziemlich enttäuscht bin von Gengar. Hab jetzt einen Simsala Raid gemacht. Den werdet ihr demnächst sehen. Und Gengar war richtig unnötig, leider. Ich habe einfach nur mit Despotar reingehauen. Aber wie gesagt, mehr dazu demnächst. Was man hier ein Glücksei habe ich gezündet und die ganzen Halloween-Sachen verschickt. Also nicht verschickt, entwickelt. Und jetzt verschicke ich die. Dann so. Alles weg damit. Tomate auch, weil ich habe gar nicht mehr genug Bonbons, um die hier zu entwickeln. Ich will mir ein paar behalten, falls ich einen auf Max pushen will. So, die kann weg. Mal weg. So. So viele Tomatos gelagert, aber gar nicht genug Bonbons für die alle zum Entwickeln. So, das war's, glaube ich, mit den Tomatos. Ja, so. Weg mit dem Zeugs, bisschen Platz schaffen. Ich hatte 978, also schon fast voll. So. Jetzt zeige ich euch, was ich gefangen habe gestern Abend. Event ist ungefähr um 9 gestartet, bisschen später. Gab eine kleine Verzögerung, ein paar Bots wurden anscheinend gebannt und irgendwie sind die nicht mit den neuen Spawns klargekommen, meinte Philipp. Auf jeden Fall wie immer ein bisschen Hektik. Es haben sich wieder ein paar Leute bei mir gemeldet und dann musste ich die an Philipp weiterleiten und das. Aber am Ende sind, glaube ich, alle in die Gruppe gekommen. Und im Verlauf des Abends und sogar heute noch neue Leute dazugekommen. Erster Spawn, 100% 100ster. Leider recht niedriges Level. Ich hatte schon einen. Der kam nicht mal in der Münchner Gruppe, sondern FFB, Fürstenfeldbruck. Shoutout an Axel und die FFB-Jungs. Den haben wir uns geholt, weil wir in Parsing gestartet sind und das ist recht nah, 15 Minuten. Dann sind wir zurück ins Center gefahren und bis dahin gab es immer noch nichts. Münchner Map lief immer noch nicht. Purge Night bisher richtig tot. Die Leute wurden schon langsam ungeduldig, aber dann kamen langsam die Spawns rein. So. Der ist es. Okay. Das ist so schwer zu fangen. Los geht's. Wir haben lange gewartet. Der erste Spawn. V-Check. B-Attack Defense. Okay. 100 hat Gagos auch gekommen, aber leider zu kurz. So. Guter Start. Wow. Banai auch noch, das können wir auch noch schlucken. Direkt Hypno, was ist das? Ein 100er. Ganz früh low. Was? Hypno oder was? Hypno ist da, eine halbe Stunde. Yeah. Habt ihr das nicht? Nee. Du auch nicht. 20 Minuten hin, schaffen wir. Mann, das ist auf Level 3. Ja, okay, von mir aus. Okay. So, seht die ganzen parkenden Autos. 100% Hypno. Da ist es ja. Der Fahrer war so freundlich und hat sich's noch geholt. Nur Level 3. Ja, wieder mal schaffen. So, was holt ihr euch? Schuppet. Achso. Schuppet, aber nur Level 3.
Alter, was geht ab? Alles klar. Passt schon. Und wie läuft's bei euch? Geht schon, geht schon. Also war das saftigste Spawn bis jetzt, oder? Level 30, 12. Ja, schon. Leider nicht. Ja, Shiny. Bei mir auch nicht. Echt leiden. Ja. Aber hast du überhaupt schon Shiny zu Biris? Nee, nee, noch gar nichts. Noch gar nichts. Okay. Mit wem bist du so unterwegs? Mit wem bist du so unterwegs? Birgit fährt mir immer hinterher. Ah ja. So, das waren ein paar kurze Ausschnitte. Es war recht dunkel und alles sehr hektisch. Hat sich nicht ergeben, dass ich mehr gedreht habe. Wir haben mit ein paar Kollegen unterwegs, die zu Besuch waren. Shoutout an die, danke für die Fahrt. Nettes türkisches Pärchen, war lustig. Und der Kollege Dom, alle Team Gelb, alle Level 40. Außer sie war glaube ich erst 39, aber das ist auch richtig krass. War lustig auf jeden Fall. Dann haben wir noch ein paar Sachen mitgenommen. Europe kam rein, also es kam auch nicht Event-Sachen rein. Das sind halt eigentlich die interessanten Sachen. Europe habe ich zwar schon, die anderen noch nicht, aber der war mitten im englischen Garten. Weil da gerade, glaube ich, ein Europe-Nest ist. Dann haben wir einen Sterndo mitgenommen, 100%. Aber davon habe ich jetzt schon viel zu viele. Ich muss da echt direkt ein paar wegschmeißen eigentlich, demnächst. Demnächst, glaube ich, einen Livestream, wo ich 100 da wegschmeiße. Manche sammeln ja von jedem eins, also Sterndo und Stami. Und dann gibt es manche Verrückte, die sammeln sogar Sterndo männlich, 100%. Sterndo weiblich, 100%. Stami männlich, 100%. Stami weiblich, 100%. Also richtig Ache Noah Style. Mir reicht eins, egal ob Sterne oder Stami. Und das entwickle ich dann und dann max ich das. Das sind meine Ziele eigentlich. Von jedem 100er auf Max. Und nicht von jedem Pärchen oder sowas. Also das reicht mir. Kostet auch viel zu viel Beutelplatz. Dementsprechend demnächst ein paar 100er verschicken. Dann von den Geistern kam viel zu viel rein. Schuppet 100%. Von dem kam sogar. Nee, von dem glaube ich nicht. Aber von Zürlicht kam sogar ein Level 30er rein und ein Level 29er, 100%. Die haben wir uns beide geholt. Leider nicht shiny, das wäre zu geil gewesen, 100% shiny. Aber demnächst vielleicht, ein paar Versuche habe ich noch. Und zu Biggis kam auch rein, 100%. Der war recht selten. Einen habe ich mir geholt. Bei dem gibt es auch die Chance auf 100% shiny, also da schadet es nie ein paar mehr anzufahren. Dann Traumato haben wir auf 100% bekommen. Hypno auch, das habt ihr gesehen. Was perfekt ist, weil die hatte ich noch nicht. Dragosso noch nicht, Dragosso nicht. Den bisher immer verpasst, aber ein Knogger. Knogger richtig schwer zu fangen gewesen. Wollte einfach nicht drin bleiben. Und dann, nach 2-3 Versuchen, wo er rausgesprungen ist, dann ein Critical Catch. Richtig nice. Also da, wahrscheinlich kriege ich auch noch ein Dragosso. Also ich will eigentlich gar nicht von jedem ein Pärchen haben, aber so oft wie ich unterwegs bin und so oft wie die kommen, kriege ich die einfach. Und dann als letztes Ziel, 100% Raumvogel, das war nice. Das habe ich letztens in München verpasst, bei der letzten Purge Night, kam der auch irgendwann mitten in der Nacht. Und das war es dann eigentlich auch für unser Auto gewesen. Ungefähr 4,5 Stunden unterwegs gewesen. Also ein bisschen länger, aber ungefähr 4,5 Stunden, nachdem die Bots angelaufen sind. Und da hatten wir eigentlich schon alles, was wir brauchten. Dann haben wir Schluss gemacht. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist 100% Pikachu mit Hut. Gerade kam einer rein, aber auch nicht in der Münchner Map, sondern Fürstenfeldbruck irgendwo. Nochmal Shoutout an Axel, aber den habe ich mir jetzt nicht geholt, war zu weit weg und keine Zeit gehabt. Aber ich bin auch heute unterwegs und morgen auch noch und Philipp meinte, die Bots laufen bis das Event zu Ende ist, also die Chance auf 100% Pikachu müsste noch da sein. Drückt mir die Daumen. Ansonsten, wie gesagt, heute bin ich noch unterwegs und heute Abend wahrscheinlich auch mit Birgit. Und auch wenn ich schon alles habe jetzt eigentlich und nichts mehr brauche, hoffe ich kommen normale Spawns, von denen ich noch nichts habe. Also zum Beispiel heute Morgen um 5 Uhr kam ein 100% Mushos, das hätte ich noch gebraucht. Paras kam glaube ich auch gerade, also Paras verpasse ich irgendwie immer. Und ansonsten kann man halt Zwirrlicht heißt er glaube ich auf Deutsch und zu Biris anfahren auf 100% mit der Chance auf 100% Shiny. Also wer weiß, vielleicht habe ich mal Glück. Das wäre ein saftiges Video und ein saftiges Pokémon für die Sammlung auf jeden Fall. Aber das war's, erste Nacht, eigentlich direkt schon alles bekommen, was ich wollte. Traumato, Hypno, Dragosso nicht, aber ein Knogger, das reicht mir. Traumvogel, Zubiris, Schoppet, Zwirrlicht, noch irgendwas. Hundos auch, aber den hatte ich ja schon. Nur noch Pikachu fehlt. Aber wie gesagt, das war's. Nochmal Shoutout an Yunus, Edda und Domi, mit denen ich gefahren bin. Krasse gelbe Spieler aus Salzburg und Umgebung. Hat mich gefreut. Vielleicht sieht man sich heute auf Tour. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, ob ihr auch Purge Night in eurer Gegend gemacht habt. Also ich habe von so vielen Purge Nights gehört.
und schreibt unten rein, welche Event-Pokémon ihr auf 100% gefangen habt. Oder ob ihr Shiny habt, zu Birgis und Zwirrlicht. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.